Ja, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank 2, Part 12. Wir waren hier im Gefängnis stehen geblieben. Während Clank versucht hätte, dass wir irgendwie da raus können. Ah, dieses neue Benutzen, um Gegenstände zu hämmern. Oh mein Gott, wer hätte das gedacht? Ja, muss auf jeden Fall gucken, wie wir Ratchet da rauskriegen. Clank konnte durch den Lüftungsschacht. Ich hab das Gefühl, mal die Roboter rausgenommen, weil es. Naja. Ja, wo unnötig. Muss ich jetzt einfach mal ein Befehl mehr geben, aber das ist halt nichts Besonderes. Ja, hat sich nicht in dem Sinne wirklich sowas, aber hat im Sonja vielleicht selbst nicht so wirklich gefallen. Das sagt einfach, machen wir nochmal rein. Dieser Teil 3 ist dann wieder so ein bisschen wie Teil 1 eigentlich, was Flankpassagen angeht. Aber Tools of Destruction und The Quack in Time sind supi, muss ich ehrlich sagen. Wie gesagt, so ein bisschen freue ich mich auch schon drauf. Obwohl man natürlich da sagen muss, es kann sein, dass ich da ziemlich häufig fehle. Wie gesagt, die Spiele habe ich beide, okay, in Quack habe ich zweimal durchgespielt, aber... Toll. Aber Teil Tools of Destruction hatte ich nur einmal gespielt, ich hatte da echt Probleme gehabt zum Schluss. Wollen wir mal sehen. Lüft aktivieren, ja, bitte. Oh Gott, ich erinnere mich hier dran. Hier gibt es eine Stelle, die etwas gefährlich ist, weil ich habe schon gesehen, dass ein anderer Let's Player tatsächlich einen Bug drin hatte. Da ist so eine Brücke, wo wir drüber latschen müssen und eines dieser Viecher sind tatsächlich runtergefallen, was eigentlich gar nicht passieren durfte, weil er musste sich so umbringen, musste neu starten. Weil etwas, was eigentlich nicht passieren dürfte. Man kann sagen, bei einmal kann man schon mal verkraften, ist aber halt schon ziemlich ärgerlich, ne? Nervig, wenn man mich wirklich umbringen muss, obwohl man eigentlich nichts falsch gemacht hat. Aber naja. Wir werden es hoffentlich nicht erleben. Ich hatte es bisher auch noch nicht erlebt, nur bei ihm halt einmal gesehen. War halt Pech, dass er bei seinem ersten Durchspiel den Bug hatte. Ja. Greif ihn an. Wie er den einfach one-hitten kann. Ich wünschte, ich könnte das auch. So stark bin ich leider nicht. Hier kommt die, ja, genau. So, glaube ich, sogar schon mal geschafft, dass mir einer vorbeirennen kann an den Teilen. Und das kommt einfach wieder. Und dann betreten. So, die Campers sind so eine nette Abwechslung, aber ich finde sie zwischen relativ langweilig. Aber naja. Das gehört dazu. Und ohne wäre es auch nicht dasselbe. Okay, Stromausfall hier. Okay. Schön Munition kaufen. Dafür haben wir leider kein Geld mehr jetzt. Ach ja, die Waffe ist übrigens. Kauft sie euch nicht. Und wenn im ersten One. Aber ich glaube nicht, dass ihr das Geld dafür haben werdet. Das ist, glaube ich, nur im ersten One wirklich stark. Kann sein, dass die Bossgegner sogar one-hitted. Aber im zweiten Run macht die kaum noch Schaden. Ist mehr oder weniger die Vorstufe von der letzten Stufe von der Rida 3. Switch and Clank 3. Aber halt deutlich schlechter, einfach weil sie viel zu wenig Munition dafür hat. Das an die Musik hat mich gerade so ein bisschen an dem Boss-Team aus Switch and Clank 1 erinnert. Von Drake. Den noch welchen Part 22, der mal gehört habt. Meint, da habe ich ja extra die PlayStation 2 Version nochmal gespielt für euch. Den Boss-Fight gezeigt. Und wie gesagt, im Original gab es, Quatsch, nicht Original, sondern halt auf PlayStation 3 Version gab es das Boss-Team halt leider nicht. Komm, boah, die mal halten jetzt so richtig viel aus, ey. Nervig, wie viele die jetzt aushalten. Ja, ich will jetzt mal Weitsprung mit Clank machen, aber ich glaube, das ist momentan gerade nicht möglich, ne? Wenn ich mir welche Rücken so angucke. Das ist mal ganz leicht, okay. Muss mal gucken, wo die erscheinen. Und weiter geht's. Achso, okay. Na, hören wir Clank weiter. Speichermacht, gut, danke.
wie geht's jetzt hier weiter? Auf der Plattform unten sind wir wirklich sicher. Ich geh jetzt gleich hier weiter. Weil die Lava eh gerade so weit unten ist. Ah, ein Brückenboot. Brücke bauen. Bloß nicht runterfallen, da habe ich gar keine Lust zu. Brücke einziehen. Na! Oh. So, eigentlich musst du denn auf meiner Seite sein. Aber was eigentlich nicht so passieren sollte. Was aber jetzt ist schlimm, aber einfach nochmal neu bauen, nochmal neu einziehen. Das geht ja noch. Ernsthaft! Boah, nee, ey, oder? Ja, ich liebe die Klenkpassagen, sie sind so interessant. Ja, ich muss inzwischen auch mal ein bisschen meckern, aber... Hatte damals vielleicht noch keine bessere Idee. Jetzt zieh die Brücke ein! Mann, ey. Ja, sorry, ich hasse dieses Level hier. Allgemein habe ich schon mal erwähnt, dass Ratchet & Clank 2 definitiv nicht mein Lieblings-Ratchet & Clank ist. Oh, wie fehlt für mich das Besondere? Ich weiß nicht warum. Ich kann es auch nicht nennen. Es ist halt einfach so. Vielleicht fehlt auch diese starke Nostalgie halt, die ich bei den anderen Teilen habe. Weil, wie gesagt, diesen Teil habe ich auch am seltensten gespielt. Vor allem die älteren Level. So gut. Greift ihr nur der zu gut ein. Da steht hinter mir. Herrlich. Jetzt her. Mach du schon mal Angriff. Brücke einziehen. Steht mir hier gut. Den Hammerbot befreien. Der hämmert uns da ein bisschen ein. Nochmal Hammer benutzen. Es ist einfach unnötig mit dem Hammerbot. Weil... Es dauert nur, es hält bloß ein bisschen auf. Schöner Kopf. Hier ist übrigens die Stelle. Wo ein anderer letztes Player tatsächlich das Problem hatte. Dass er von dem Brückenbot hier runtergefallen sind und diese Bots können nicht springen. Deshalb so durchfallen sind und ihr dürft vorne anfangen. Und wie ihr mal seht, es ist glaube ich tatsächlich sogar das Ende des Levels. Oh nein. Nein! Ganz ehrlich, es liegt an der HD-Version. Das ist mir noch nie passiert. Niemals in der PlayStation 2-Version. Und jetzt sehe ich es bei einem Let's Player und bei mir selbst, habe ich es auch erlebt. Hallo? Ne, sorry. PlayStation 3-Bug. Ganz ehrlich. Das ist PlayStation 3. Weil sonst hätte ich es in meinen... Ich meine, ich habe es nicht häufig durchgespielt. Aber schon ein paar Mal. Jetzt habe ich zweimal durchgespielt hier. Auf der PlayStation 3 Version. Und habe es jetzt beim zweiten Mal direkt... Das Problem ist, ich kann es euch ja nicht mal rausschneiden. Dann würde dieser Part erst sehr spät kommen. Denn mein neuer PC ist noch nicht angekommen, leider. Und ich möchte jetzt nicht den Dings abbrechen. Das ist dann irgendwie blöd, wenn ich da zwei Parts irgendwie so ganz komisch rausbringen muss. Und da kann ich schon sagen, können sie jetzt leider überspringen. Wie gesagt, kann man nichts machen. Von mir ist es halt wirklich kurz vor Schluss, glaube ich, ne? Ja. Hier vorne, glaube ich. Ja, das ist das Ende. Das ist die letzte Tür. Das ist das Nervigste daran. Nee. Dies ist wirklich ein Bug, wo ich sagen muss, der muss behoben werden. Das darf nicht passieren. Ich hatte damals das Geschirr überdacht, oh, hoffentlich fällt mir da nicht mal irgendwann mal ein Bot runter. Aber da habe ich den gemerkt, nee, das ist so, ihr macht das wieder nicht runterfallen.
Ja, nicht hier. Ach so, das darf nicht passieren, halt wirklich, dass man vom Spiel einfach so einen Todespunkt hat. Weil du kriegst dieses Teil auch nicht tot. Man hätte das doch ganz einfach umgehen können, das Problem. Mikrobots kommandieren. Halte die Dreiecktaste gedrückt und wähle einen Befehl. Man hätte vielleicht auch was machen müssen, wo man sagen kann, meine Bots töten oder sowas. Die ganz normalen Gadget-Bots töten. Aber vielleicht nochmal ein bisschen zurückgehen müssen. Aber, ja, nö, nicht mal. Also geht's einfach gar nicht. Man kann nichts dafür. Mann. Diese komischen Putzroboter fand ich besser. Da konntest du die Laserstreife ablenken. Aber die machen immer einen verdammt kaputt. Das ist so nervig. So, schon Teil 1 müssen von Teil 3 besser. Und damit immer einen kaputt. Jetzt könnt ihr euch vorspielen, dass ich doch gar noch wieder Lust habe. Ich werde, glaube ich, diesen Part dann auch aufhören erstmal. Wie gesagt, mein Lichtblick ist schon Clank 3 und die anderen Teile. Das heißt mir das nicht, aber. Wo ich dann halt wieder weiß, dass es da wirklich wieder gut wird. Worauf ich halt noch mehr Lust habe. Aber dieses Spiel muss auch gespielt werden. Es ist auch ein super Spiel. Also, wenn ich noch so viel vom Background sage, ich mag es nicht. Es ist kein schlechtes Ratchet & Clank, definitiv nicht. Und bitte lasst jetzt keinen runterfallen. Eintreten, bitte, eintreten. Oh, danke. Ich glaube nicht, dass der einen runtergeschubbt hat. Mann, ey, ein Glück. Draußen. Speicherpunkt heute. Hey, oh. Sieh mal hier, noch ein Schraubenschlüssel. Habe ich eigentlich erwähnt, dass ich jetzt den Slipo mit der Kettensäge gemacht habe? Also den nur mit dem Schraubenschlüssel besiegen? Ja, ich hatte übrigens sehr viele Probleme damals, obwohl das eigentlich ganz leicht ist. Ja. Und hier sieht man sogar relativ gut, wo die Gegner kommen. Boah, wie viel Erfahrung die bringen, ist ja Wahnsinn. Also für mein Leben. Obwohl, jetzt war, glaube ich, die Stelle, wo ich Probleme hatte als Kind. Da man nach einem Doppelsprung keinen Walljump mehr machen kann. Also man sich mit seinem Doppelsprung immer zurückhalten. Und immer, wenn möglich, einen einfachen Sprung machen. Falls mich so eine Walljump-Wand kommt, dass man dann nicht runterfällt. Das ist mir halt als Kind sehr häufig passiert. Wie jetzt hier. Da auch wieder. Und das war ein Fail. Egal. Ja, sie gehen an einer bestimmten Zeit weg. Okay, wir haben's. Sind wir gerade wieder schon durch, ne? Ja. Und? Bist du deiner kleinen Freundin draußen begegnet? Ich weiß nicht, wovon du redest. Das Gesichtsausdruck, ne? Ach ja, ich würde sagen, wir holen uns übrigens mal noch einen kleinen Bolt, ne? Unser Bolt, ja. Mach mal. Na, zack, da mal, ne? Muss man auch mal wissen, aber man kann ihn sogar sehen. Aber ich habe da als Kind nie so richtig hingeguckt. Ah, ich hasse den Levitator. Wo muss ich jetzt lang? Ja? Ah ja, genau, die Stelle. Fiese Stelle, ey. Oh, Klepp dahinter. Hey, die Unterhosen kenne ich. Na also, das ist das Problem. Entschuldigen Sie, Sir, aber was machen Sie hier in dieser Galaxie? Ich bestimme nicht, wo was kaputt geht. Ich mach's nur wieder ganz. In dieser Galaxie muss es doch jemand... Ich weiß, aber die nicht. Ich krieg bezahlte Pausen und Fahrtkosten. Was ist das?
Irgendein Idiot hat diese fast neue Quark-Spielfigur runtergespült. Oh, jetzt riecht sie ein bisschen streng, aber das macht doch nichts. Interessiert? Okay. Da hast du sie. Bis nächstes Jahr oder so. Was hat er damit gemeint? Ich weiß es. Ratchet & Clank 2 kam 2003 raus. Ratchet & Clank 3 2004. Ne? Das heißt wohl, dass der Klempner tatsächlich der einzige Charakter ist, der wirklich weiß, dass er sich in einem Videospiel befindet. Und raus. Ich den Teil, das Teil hasse einfach, ne? Vor allem jetzt kommen wirklich nochmal drei schlimme... Alter, ich habe da so keinen Bock drauf. Wie gesagt, dieses Gerät ist eines der zwei Geräte, die einfach dafür sorgt, dass ich das Spiel nicht wirklich häufig gespielt habe. Auch an das zweite sehen wir jetzt gerade. Ne? Das ist das Gerät Nummer 2 direkt. Denn ich krieg's halt einfach nicht hin, mir diesen Weg zu merken, Alter. Oh, danke. Es ist einfach für mich persönlich hauptsächlich gut Glück eigentlich, bloß. So, jetzt müssen wir mal drei Wege schaffen. Der erste Weg geht eigentlich sogar noch, der war noch relativ leicht. Ja, zwei, drei Stück und das ohne Speicher, aber ich hasse sowas so dermaßen, ey. Hier die Puls einsammeln. Mal gucken, was kommt hier nochmal. Da geht aber hoch. Sieht nicht so aus. Das geht ja am besten, so runter zu kriegen. Okay, gut geschafft. Habe ich Glück? Was kam hier? Oh Gottes Willen. Auch nochmal fies. Ja, hier steigt die Lava auch hoch. Nein! Oh Mann, ey. Oh Gott, ich hasse diesen Weg, ey. Das glaubt ihr nicht. Ich hasse das so dermaßen. Ich komm jetzt. Ich will jetzt einfach rüber, ey. Wie gesagt, die Geräte Teil 2, die hasse ich eigentlich am meisten. Das ist halt der Grund. Teil 3 mag ich, das geht auch nicht, aber das ist halt, geht halt noch. Und Teil 2 ist halt einfach so kotzen für mich. Okay, jetzt kriege ich die ersten zwei Stellen gut hin. Wenn ich den dritten schaffe, dann geht's. Einfach passieren, dass ich nicht zu tief fliege. Wow. Wow, danke, danke, danke. Und? Nice, ich bin drüber. Nice, oh, eigentlich. Geschafft. Ratchet, Clank, weiß nicht, ob ihr das empfangt. Ich melde mich von der Flotte der Halsabschneider. Dieses Schiff kommt gerade von einem Megacorp-Handelszentrum und vielleicht habe ich die Antwort auf... Hey, wer ist da? Einen Moment. Was machst du hier? Aha, schickst du deine Nachricht an deine Freunde, was? Verabschiedet euch jetzt, Jungs. Bringt sie ins Hauptquartier. Wow, hast du das gesehen? Ja, Angela weiß, wie man das Protopet besiegt. Und? Ihre Katzenimitation war schrecklich. Und wir müssen sie vor den Halsabschneidern retten. Richtig, wir brauchen den Tipp. Und wir müssen sie schützen. Na gut. Ich gebe die Koordinaten ein. Puh. Mann, bevor ich die Wege hinter mir habe. Na? Und da geht's auf, okay. Raus hier. Nehmen wir noch die Bolts mit. Dann wollen wir mal gucken, wo es als nächstes hingeht. Ist das jetzt nicht der Planet? Nee, Halsabschneiderflotte auf Gorn. Okay.
Mal sehen, ob eine Katze hinkommt. Wie ich denken könnte, ist der Part doch gleich zu Ende, denn wir sind schon bei 20 Minuten. Halsabschneiderschiffe auf 1 Uhr geortet. Jetzt wird abgerechnet. Ja, aber abgerechnet wird im nächsten Part. Bei Ratchet & Clank 2. Bis dahin, ciao.